Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Euer Google-Speicher ist hier voll von Google-Fotos und ihr wollt mehrere Fotos löschen oder vielleicht sogar alle. Dann zeige ich euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Ihr wählt euch am besten ein bei fotos.google.com im Browser. Das könnt ihr am Handy machen oder am PC. Ich mache es am PC. Wichtig, mit dem Konto natürlich auch angemeldet sein, in dem ihr eure Fotos gespeichert habt. So, jetzt geht ihr hier auf den Reiter Fotos, wenn ihr nicht bereits schon drin seid. Dann fahrt ihr mit der Maus hier über eins der Fotos rüber, über das erste, und drückt diesen weißen Haken, dass der entsprechend blau wird. Jetzt geht ihr nach ganz unten, dass ihr zum letzten Bild kommt. Da könnt ihr auf der Tastatur die Enter-Taste drücken oder ihr müsst halt hier wirklich einmal herunterfahren, ja? Aber über die Enter-Taste, die man drückt, fährt man hier nach ganz unten. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Umschalttaste zu drücken und dann wieder diesen Haken zu drücken. Und ihr seht schon, jetzt sind hier alle, ja, entsprechend, wenn ich jetzt auch wieder nach oben fahre, blau markiert. Es sind jetzt alle Fotos markiert zum Löschen. Wenn ich jetzt hier oben auf das Löschensignal gehe oder Symbol gehe, werden alle Fotos gelöscht. Werde ich natürlich nicht tun. Ich wollte euch ja nur den Weg dahin zeigen. Deshalb, ja, lasse ich das sein. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr mehrere Fotos löschen wollt. Da geht ihr auch wieder rüber, markiert das und wählt jetzt entsprechend die einzelnen Fotos an, die ihr löschen wollt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel hier so einen ganzen Block von 6 Fotos löschen wollt, klickt ihr auch dieses Foto an, drückt dabei die Umschalttaste und drückt das letzte Foto an. Und jetzt habt ihr alle markiert und müsst ihr jetzt nur noch auf Löschen gehen und dann ist dieser Block an Fotos eben entsprechend daraus entfernt. Ja, so funktioniert das. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.